Liebes Publikum, herzlich willkommen bei unserem Videopodcast. Dieses Mal, wir haben was vor uns. Wir haben die vierte Sinfonie von Bruckner, die romantische. Und ich freue mich, dass wir heute zu Gast haben unsere Stellvertreter Esther Horn, Marius Meisterjahn. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Eigentlich war geplant, war ein bisschen anders geplant, dass der Kollegen sein sollte, aber die hat sich kurzfristig unsere Solornist, der das Konzert auch spielt, Joe Betts, leider ist erkrankt geworden, und deswegen, ich freue mich, dass Sie da sind und dass Sie das übernehmen. Und ja, und wir wollten ein bisschen über Bruckner sprechen. Das ist, wir haben was zu feiern dieses Jahr, Sie haben bestimmt was gehört, und 2024 ist ein großes Jubiläum, es sind 200 Jahre Geburtstag von Anton Bruckner. Bruckner wurde in, ich glaube, 4. September in 1824 geboren, in Ansfelden, das ist Oberösterreich, im Land. Und so war auch Bruckner, so auch, also ein sehr ziemlich ländlicher Typ. Hat mit vielen Stationen, hat dann in Linz, war Organist in Linz, und dann war auch Professor in Wien und hatte viele Schwierigkeiten. Also ich möchte jetzt nicht die ganze Biografie erzählen, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Typ und sehr bekannt für seine Kirchenwerke, sozusagen geistliche Werke, und für seine Sinfonien. Und eben, wir spielen die vierte Sinfonie von Bruckner. Wir spielen die letzte Fassung, die 78-80. Es gibt viele verschiedene Fassungen von Bruckner. Es gibt, ich glaube, wenn man alles zählt, es gibt, ich glaube, wir sind bei 6, 7 Fassungen. Und die frühe Fassung, die erste Fassung, was unterscheidet sich mit unserer Fassung, ist, wir haben einen zum komplett anderen dritten Satz zum Beispiel und eine auch andere Satz, andere vierte Satz. Also dritte und vierte Satz sind komplett anders als die Urfassung. Und ja, und ich freue mich, Sie hier zu haben, weil am Anfang des Stückes eine von den bekanntesten Soli in der Hornliteratur ist. Und mit diesem Quintesprung, also wenn man Bruckner denkt, wenn man auf Bruckner denkt, ist immer, man denkt immer erstmal auf diese Solo und auf diese Musik. Wie fühlt man sich? Heute, wir haben die erste Probe gehabt mit genau der erste Satz. Wie fühlt man sich genau vor der ersten Probe und diese große Solo, und alle hören das? Und, also man freut sich natürlich auf der einen Seite drauf, weil es für einen Solohornisten eine der zentralen oder der schönsten, aber auch gleichzeitig schwierigsten Stellen im ganzen Repertoire ist. Und wenn die Streicher anfangen, man kann sich sehr gut darauf vorbereiten eigentlich. Es gibt Soli, die sind schwieriger vorzubereiten. Man muss in dem Moment gut bei sich sein, gut vorbereitet sein, und ja, die Freude sollte überwiegen. Natürlich ist es in der Drucksituation, wird es schwieriger, aber es ist trotzdem, geht ja meistens gut, es ist ein schöner Moment. Man setzt den Ton für die gesamte Sinfonie. Das Horn kann sein aus der Natur kommendes, als aus der Natur kommendes Instrument sehr gut darstellen, auch im Rest der Sinfonie. Und man muss klanglich sehr flexibel sein insgesamt in der ganzen Sinfonie. Man fängt als Kammermusiker, als Solist und Kammermusiker mit den Holzbläsern an und muss gleichzeitig danach schnell in einen Tutti-Klang im Blech umschalten, was man auch üben muss, den Klang so zu verändern, dass es immer passt. Zum Blechbläsern, Holzbläsern, Streichern. Also man muss sehr flexibel sein. Sie sprechen das an. Also wo sehen Sie, dass diese Horn? Also normalerweise, es gibt immer diese größte Frage, ob die Hörner zu Holzbläser gehören oder zum Blechbläser. Wie sehen Sie das bei dem Stück? Also es ist tatsächlich ein bisschen so, ein bisschen ab und zu in eine Richtung und ab und zu in eine andere Richtung. Es ist schon interessant, wie Bruckner das orchestriert. Also man kann sich, glaube ich, nicht auf eine Seite schlagen als Hornist in dem Moment, weil man doch immer mit allen Gruppen irgendwo spielen muss. Gerade am ersten Horn
Man hat viele Stellen ganz alleine, man hat sehr viele Stellen mit dem Holz und die großen Orgelklänge im Blech muss man dann trotzdem mitspielen. Ich denke, das ist so 50-50. Also man muss, und man muss immer mit dem Ohr in jeder Gruppe sein. Ja, und Sie sprechen das mit Orgel und so. Ich habe vorher gesagt, ganz kurz erwähnt, dass Bruckner eine sehr bekannte und sehr, ja, sehr virtuose Organist war in seiner Zeit, war eigentlich eine von der bekanntesten Organisten in der Zeit. Und man hört eigentlich in seinen Sinfonien immer diese Orgelklänge, diese lange Orgelklänge, zum Beispiel auch jetzt bei dem ersten Satz, wo ich gesagt habe, muss man das Gefühl haben, das muss man fliegen. Und man hört wirklich diese Orgelklang, diese typische, ich war leider in Oberösterreich noch nicht, aber ich muss unbedingt da hingehen und ich bin eigentlich gespannt auf diese Orgelklänge. Ich habe, als ich kam nach Deutschland, ich war in der Nikolaikirche in Leipzig und das ist auch ein Ladegast, das ist auch eine sehr romantische Orgel und deswegen habe ich diese Klänge noch in meine Ohren und das ist ganz interessant. Aber trotzdem, was ganz gut ist bei Bruckner, er hat diese Orgelklänge, aber auch es ist ganz viel von Natur. Ja? Also es ist, es gibt viele Themen, die ein bisschen ländliche Themen sind oder auch diese im dritten Satz sowieso mit mit diesem Scherzo, mit diesem Jagdthema und so. Aber Horn bei dem Stück hat auch eine Natur, hat auch eine wichtige Komponente. Was meinen Sie? Das ist ja, gerade das Jagdthema, also es klingt halt sehr vieles immer, man hat immer das Gefühl, man ist im Wald. Ja. Also als Hornist sehr oft in dem ganzen Stück. Was natürlich zu der Zeit auch damals passt, das romantisierende Verbindung mit der Natur eingehen. Und das zieht sich eigentlich in der Hornstimme durch die gesamte Sinfonie. Der Anfang, sind Naturtöne, die gespielt werden. Es klingt, ja, wie ich gesagt habe, sehr viel, sehr oft nach Wald, ein Morgen im Wald, ein Gebet im Wald, so in der Art dann ein Jagdthema. Es ist eigentlich alles dabei, was auch das Horn ausmacht, weil das Horn halt ein Naturinstrument ist. Es kommt aus dem Jagdbereich als Signalinstrument und Bruckner benutzt eigentlich alle Farben und alle Möglichkeiten aus, um das darzustellen. Und deswegen denke ich mal, ist auch das Horn in der Sinfonie so prominent immer wieder eingesetzt. Ja, und aber man hat nie mit Naturhorn gespielt, oder? Also nein. Okay. Da geht es dann doch harmonisch und auch von den Tonverbindungen, die irgendwann dann auftauchen, zu weit, als dass es dann noch funktionieren würde oder gut klingen würde. Dafür braucht man dann schon die modernen Instrumente. Und wie ist Ihre Beziehung zum Beispiel zu Bruckner insgesamt? Also wie sind Sie zum ersten Mal in Berührung gekommen mit Bruckner-Musik? Das ist als Blechbläser leicht, weil man als junger Mensch sich natürlich schnell auf die großen Werke stürzt, sich die auch live anzuhören, wo viel das Blech unheimlich viel zu tun hat. Und wenn man dann als junger Blechbläser mal eine 9. Bruckner, eine 8. Bruckner zum ersten Mal mit einem großen Orchester hört, das erschlägt einen fast schon, aber es macht auch unheimlich viel Spaß und das ist auch so, das sind so die Punkte, wo man dann denkt, das möchte ich dann mal selber mal machen. Auch dann ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, das mal richtig professionell zu machen, das macht so viel Spaß und man muss auch immer wieder sagen, auch wenn man die zum zweiten, dritten Mal spielt, man kriegt bei Bruckner immer wieder Gänsehaut. Wie Sie gesagt haben, wenn man anfängt zu fliegen, und das Gefühl hat, das ganze Orchester ist eine riesige Orgel, dann kriegt man auch beim vierten, fünften Mal einfach Gänsehaut und es macht dann einfach Spaß. Und in dem Moment entsteht auch eine Energie im Orchester, die hoffentlich im Publikum genauso ankommt und das Publikum genauso begeistert wie die Musiker, weil es ist, macht immer wieder einfach Spaß zu spielen. Ja, ja. Und es ist nicht nur, also diese Energie ist auch gegeben durch besondere Harmonie und man hat, also oft wenn ich Bruckner höre oder dirigiert habe, es ist immer, man hat auch eine gewisse Verbundenheit jetzt mit, also man merkt, dass er ein katholischer
sehr katholisch geprägt war. Und jetzt mag jeder glauben, was man will. Und das kann man auch glauben an diese Kraft von Natur und so, und dass man wirklich Gott da drinnen steckt und so. Aber man hört wirklich diese riesige, lange Spannungsbogen. Und was auch ganz Bruckner ganz interessant macht und fast ähnlich mit Tschaikowski ist. Er versucht, einen Klimax zu bauen und dann kurz vor dem Klimax stoppt er und geht wieder zurück und baut noch einen Klimax, noch einen höheren Klimax und dann stoppt er wieder. Damit wirklich, das, also wenn man zeichnen würde, dann würde man so zeichnen und dass man, und das ist einfach bis wann dieser letzte Höhepunkt ist, zum Beispiel am Ende der erste Satz oder auch am Ende des vierten Satz, wo eigentlich sowieso der vierte Satz auch ein bisschen eine Art von Connection, ein bisschen verbunden mit allen Themen, was auch in der erste Satz sind. In der dritte Satz, es gibt auch wieder diese Jagdthema, der im vierten Satz kommt. Und ja, es ist einfach so genial, wie er diese Spannung und Entspannung aufbaut. Und das macht mit dieser Energie wahnsinnig viel aus. Und das ist natürlich auch schwer dann als Dirigent, das zu steuern. Weil muss man wissen, okay, wo muss ich hin, wieso, wann muss ich hin und ablenken. Und so, okay, Leute, nein, jetzt noch nicht crescendieren. Und dann, wenn dann wirklich crescendo sein muss, dann wirklich dann eine Explosion sein soll. Und ja, und wir haben auch eine Besonderheit bei uns, da wir spielen eigentlich mit 5 Hörner. Ja. Warum? Weil ich zum Beispiel, meine Erfahrung ist, ich kenne mit 4 Hörner, es ist tatsächlich auch für 4 Hörner geschrieben. Sagen Sie mal, warum spielen wir mit 5 Hörner? Es gibt uns etwas mehr Möglichkeiten, gerade solche langen Aufbauten, wenn es ins dreifache Forte geht, dass man flexibler ist im Klang einfach noch, mehr Steigerungsmöglichkeiten hat, dass wir einen runden Klang immer beibehalten können. Es macht es für das Solohorn natürlich einfacher, weil eine Bruckner-Sinfonie immer auch körperlich eine große Anstrengung darstellt. Und wir haben auch geschaut, wie das woanders gemacht wird. Also ich kenne einige Aufnahmen, wo zu 5 gespielt wird, die Wiener Philharmoniker spielen sehr oft zu 5. Dann gibt es natürlich die auch. Die haben auch andere Hörner, oder? Die spielen auf anderen Hörnern. Ja. Da ist es auch, weil die Hörner sehr schwer zu spielen sind, auch immer eine Sache von Sicherheit. Mhm. Deswegen machen die es sehr gerne. Dann gibt es natürlich auch Aufnahmen Münchner Philharmoniker unter Celibidache, die von den Tempi so langsam sind, dass es kaum anders machbar ist, als das erste Horn zu verdoppeln, alleine von der Luft, um mir von der Luft klarzukommen, die Töne durchhalten zu können. Ja. Vielleicht ganz kurz über Celibidache, das ist ganz interessant. Celibidache ist wirklich eine, also wenn man Bruckner hören will oder Bruckner lernen will, also muss man wirklich Celibidache hören. Nicht so wegen seiner Aufnahme extrem langsam, Celibidache ist bekannt für diese extrem langsame Tempi, aber auch für die Philosophie dahinter. Es ist ganz, ganz interessant, Celibidache zu hören. Ja. Gut, ich glaube, wir sind fast am Schluss und ich hoffe, wir haben Sie ein bisschen neugierig gemacht auf unser Konzert. Und unser Konzert findet am Sonntag um 17 Uhr statt in der Abteikirche in Otterberg. Und ich freue mich, weil wir auch in einer Kirche sind. Es kam irgendwann die Frage, warum sind wir in einer Kirche tatsächlich? Und aus verschiedenen Gründen und ich bin tatsächlich aufmerksam geworden, weil es gibt erstmal ein paar Leute von unserem Orchester, die da in der Nähe wohnen. Und sie haben gesagt, Escuyo, das ist eine tolle Kirche. Und ich kannte die Kirche nicht, das ist tatsächlich eine tolle Kirche. Und das ist eigentlich eine von der größten in der Pfalz, wenn ich mich nicht täusche. Und wir sollen unbedingt da was machen. Und ich habe gesagt, gut, Bruckner passt perfekt. Also Bruckner, Katholizismus, Organist. Und dieses Ergebnis, diese romantische Sinfonie in einer Kirche zu erleben, es wird sicherlich ein einzigartiges Erlebnis. Und ich freue mich, Sie dort zu begrüßen.
Und vielen Dank und bis bald. Tschüss.